Hey Leute, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Samstag und wir feiern gleich mit Shana in ihren 18. Geburtstag ein. Voll heftig und ein paar haben wir schon versammelt. Shana und ich haben heute schon geschnackt und heute ist richtig cool. Deswegen haben wir hier uralten Wein. Der ist von 2012 aus Argentinien. Ich weiß gar nicht, von wem wir den haben. Ich habe absolut keine Ahnung. Den werden wir heute aufmachen, so kleine Fläschchen. Und ich werde diesen Schrank ausräumen. Und ich habe hier schon den Karton geholt und ja, da stehen schon drei Kartons, da steht auch schon einer. Das Bett ist ein Chaos. Meine Fresse. Wir können mal ein bisschen zeigen, das westliche Haus, wie es jetzt aussieht. Hier, richtiges Büro. Es sieht schon chaotisch aus, aber es ist im Prinzip fast alles leer. Also hier die ganzen Tische und Sachen sind alle leer. Hier auch alles leer. Und ich glaube, die beiden sind auch leer. Die beiden hier, die beiden, die sind auch leer. Bilder sind auch schon weggehangen oder hier halt so umwickelt mit Folien. Ich habe schon überall so rote Sticker festgemacht. Könnt ihr zum Beispiel hier sehen. Da ist zum Beispiel so ein roter Sticker. Oder zum Beispiel da auf dem Tisch ist so ein roter Sticker. Oder da auf dem ist ein roter Sticker. Oder da ist ein roter Sticker. Das ist alles markiert von Sachen, die wir nicht mitnehmen. Alles, was rot ist, kommt nicht mit. Das heißt hier zum Beispiel die ganzen Möbel, die bleiben hier und solche Sachen. Hier. Riesiges Schlachtfeld, ein Karton nach dem nächsten, die ganzen Bücher, die ganzen Utensilien, teilweise auch Sachen, unseres Büro haben wir hier hingestellt, damit wir halt irgendwo Platz haben, weil den Platz hier brauchen wir ja nicht. Auch die Bilder und alles ist schon weg. Ich glaube nur das ganz große Bild da oben, das hängt da noch. Hier etwas das Zimmer, ist auch schon vollgestellt mit Kartons und mit Sachen. Da ist glaube ich auch, müsste der Schrank, eigentlich müsste alles leer sein, ja. Alles leer, alles eingepackt schon. Bin jetzt draußen. Denken ein bisschen nach über das Leben, haben gerade eben schön philosophiert und gerade schön über die ganze Zeit geredet, über die ganzen Sachen geredet, war echt schön. Und ja, alles geht es langsam so zu Ende. Hier das Bild ist auch schon weg. Und ja, alles geht so langsam zu Ende jetzt. Und was auch cool ist, ist halt, ist auf der einen Seite, wie gesagt, ein Leben hört auf, aber ein neues Leben fängt ja auch wiederum an. Wie geht's zu Shana? Quatschen ein bisschen mit der. Und ja, mal gucken, was noch alles so passiert, was noch alles so kommt. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens in Deutschland. Das ist der letzte Song. Das hier ist der letzte Song für heute Abend. Das wird der letzte Song sein im Stream. Oh. Ich spüre den Wind und gehe den Weg entlang. Denn hier hat alles angefangen und endet mit dem Stück. Die Zeit zieht vorbei, komm kaum hinterher und sitze einsam am Meer und träume vom Glück. Der Horizont ist so nah und trotzdem so fern. Ich wäre so gern von Freiheit umhüllt, doch alles scheint anders. Nichts bleibt, wie es war. Ich schließ die Augen und bin da. Wärme erfüllt. Ich folge dem Herz und schreite voran. Und eines Tages komm ich an und verstehe den Weg. Ich genieße den Moment. Denn bald wird es wahr. Ich bin schon fast da. Im Ort, der sich Heimat nennt. Mein Kopf voll Gedanken. Doch die Sehnsucht zieht mich mit. Und ich schau in die Ferne. Doch mein Herz blickt gern zurück.
Spüre den Wind, gehe den Weg entlang, denn hier hat alles angefangen und endet im Glück. Oh mein Gott, was für ein Abend. Der Stream ist jetzt vorbei. Und fuck, das war so eine unglaubliche Zeit. Der Stream heute Abend war mega toll. Es waren so viele Leute da. Es haben so viele zugeschaut. Ich glaube, heute war der meiste, heute hatte ich die meisten Zuschauer dabei. Ja, ich glaube wirklich, ich hatte heute die meisten Zuschauer dabei. So viele haben zugeschaut. Einfach nur crazy. Ich glaube, fast 120 Zuschauer waren da. So viele Raids bekommen. Einfach nur unglaublich, wie viel Liebe die Community mir geschenkt hat. Und ich bin einfach so unglaublich dankbar für alles. Und wir haben sogar angefangen zu weinen und alles. Und dieses Video wird sowas gespeichert. Und ich freue mich so und bin einfach nur dankbar für eine solche Community und für so liebe Worte. Und ich freue mich so sehr auf Deutschland und auf die Zeit, die jetzt kommt. Und ich bin hundemüde.